gibt es Möglichkeiten, dass die Verkehrssteuerung einen Beitrag zur Reduktion der Luftschadstoffbelastung leistet? Erfurt hat eine problematische Lage, was letztendlich die Geografie betrifft. Belastete Luft fließt schlecht ab aus der Stadt an der Stelle. Und deswegen ist es auch besonders wichtig, dass wir hier entsprechende Maßnahmen machen. Das Vorhaben umweltorientiertes Verkehrsmanagement ist ein Vorhaben aus dem Luftreinhalteplan der Landeshauptstadt Erfurt. Man beschäftigt sich in Erfurt jetzt mittlerweile seit 10 Jahren mit dem Aspekt der Verkehrssteuerung unter Umweltaspekten. Das Ziel ist ganz einfach, den Verkehr im Stadtgebiet zu kontrollieren, wie viel Verkehr, insbesondere Kfz-Verkehr, bewegt sich im Stadtgebiet und den Anteil dann möglichst flüssig abzuwickeln, sodass möglichst wenig emissionsintensive Fahrzustände, so heißt das, Bremsen und Anfahren entsteht. Wenn eben durch verschiedene Messungen erkannt wird, dass die Luftschadstoffbelastung eben hoch ist, dann wird das hier in der Verkehrsleitzentrale erkannt und an die Ampelanlagen werden halt Befehle rausgegeben, dass eben besondere Signalprogramme für diese Umweltsituationen geschalten werden. Wir verarbeiten sehr viele Eingangsdaten, die werden hier gesammelt, werden hier aufbereitet, man macht eine Datenqualitätsanalyse, da gibt es entsprechende Mechanismen, Algorithmen, die man da drüber laufen lässt. Daraus wird eine Situationsermittlung hergeleitet und die dient letzten Endes dazu, dass vollautomatisiert auch bestimmte Strategien geschaltet werden. Das muss man überwachen, also entsteht ein gewisser Rückstau, der ist systembedingt. Den muss man überwachen, dass er nicht verkehrssicherheitskritisch wird. Aber letzten Endes geht es im Wesentlichen darum, den Zufluss in die Stadt zu dosieren. Es gehört eben auch das ganze Paket der Verkehrsinformationen dazu, dass man eben Alternativen bietet, dass man sagt, okay, heute ist erhöhte Umweltbelastung, bitte nutzt doch Park-and-Ride-Möglichkeiten, nutzt die Straßenbahn, dass man eben solche Möglichkeiten letzten Endes auch aufzeigt. Wir haben ja immer gesagt, okay, die umweltorientierte Verkehrssteuerung ist eine Sache, die nicht sozusagen sofort wirkt, sondern mittelfristig, immer mit der weiteren Umsetzung, mit der Verbesserung. Und wenn wir uns die letzten Jahre angucken, die Luftqualitätswerte, die wir haben, können wir sagen, ja, es ist sehr erfolgreich gewesen, das, was wir an, sag mal, Maßnahmen eingeleitet haben, um die Luftqualität zu verbessern. Man muss ganz klar sagen, es wäre der Landeshauptstadt Erfurt nicht möglich gewesen, so ein Projekt allein aus einer Eigenfinanzierung auf die Beine zu stellen. Also insofern, die EFRE-Förderung leistet da schon wirklich einen entscheidenden Beitrag. Letzten Endes wird mit dieser EFRE-Förderung Lebensqualität in Erfurt verbessert. Das muss man eben auch in aller Deutlichkeit einfach so sagen. Das hat schon große Schritte gebracht in der Stadt. Und ich denke, ohne solche Förderprogramme würden wir jetzt nicht an der Stelle stehen, wo wir hier sind. Nur ein kleiner Baustein. Es ist nicht das Allheilmittel, aber ich denke, gerade im Thema Klimaschutz brauchen wir jeden Baustein, den wir kriegen können.